Reichtum. 1% der Weltbevölkerung hält etwa 40% des weltweiten Vermögens. Die reichsten 2% der Weltbevölkerung besitzen mehr als 51% des weltweiten Vermögens. Auf die reichsten 10% entfallen etwa 85% des weltweiten Vermögens. Auf die unteren 50% der Weltbevölkerung entfällt weniger als 1% des weltweiten Vermögens. Das gesamte globale Vermögen beträgt etwa 125 Billionen Dollar. Die 1125 Dollar Milliardäre, die es weltweit gibt, halten zusammen ein Vermögen von 4,4 Billionen Dollar. Damit besitzen sie etwa viermal so viel wie die untere Hälfte der Weltbevölkerung, etwa 3,3 Milliarden Menschen. In den USA, der größten Volkswirtschaft der Welt, hält nur 1% der Bevölkerung über 50% des gesamten Vermögens. Über 80% der Weltbevölkerung leben von weniger als 10 US-Dollar am Tag. Christen geht den Weg der Hoffnung mit dem Gott, der Freiheit schenkt. Denn ihr tragt in euch den Glauben, dass er eure Schritte lenkt. Leiht Gerechtigkeit der Stimme, setzt euch für den Frieden ein, schärft für Unrecht eure Sinne, lasst die Schwachen nicht allein. Geht nicht nur die alten Wege, Gott führt euch auf neuem Pfad. Lasst es nicht nur bei dem Reden, schreitet auch zur rechten Tat. Freunde, lasst den Mut nicht fallen, denn wir stehen nicht allein. Christus kündet es uns allen, dass er stets für beiden sein wird. Ressourcen der Macht, Macht und Beeinflussung, Aufmerksamkeit, Belohnung, Lob und Zuwendung schenken, Wohlstand oder Beförderung verschaffen, Macht durch Zwang, Degradierung, Entlassung, Zurückhalten von Belohnungen, Macht durch Identifikation, durch Bezugspersonen Verbundenheit hervorrufen, mit Charisma Personen beeinflussen und der Wunsch, den Machthaber nachzuahmen und sich mit den persönlichen Eigenschaften zu identifizieren. Macht durch Wissen, spezifische Fähigkeiten und spezielles Fachwissen ausnutzen. Macht durch Informationsvorsprung, Fälschen der Informationskanäle, Kommunikationskanäle missbrauchen. Das besondere Geschenk. Es war bitter kalt. Die Hirten wärmten sich am Feuer. Die Nachricht vom neugeborenen König beschäftigte sie. Sie möchten ihn sehen, von dem sie Rettung und Frieden erwarten. Auch der kleine Hirte Philipp tritt näher und hört zu. Sie überlegen, was sie dem Kind in Bethlehem schenken können. Aber wer bleibt bei den Schafen? Die können sie doch nicht alleine lassen. Da kommt einer der Hirten auf die Idee. Der muss da bleiben, dessen Geschenk am leichtesten ist. Sie stellen eine Waage bereit. Einer bringt einen Krug mit Milch und legt noch einen Käse dazu. Ein anderer bringt einen Korb mit duftenden Äpfeln. Ein dritter schleppt ein Bündel Holz herbei, damit sich alle im Stall wärmen können. Bleibt nur noch der kleine Philipp übrig. Philipp hatte nur eine Laterne mit einem winzigen Licht. Das wiegt nicht viel. Er überlegt. Aber dann steigt er mit der Laterne in der Hand auf die Waage und sagt,
Ich komme als Geschenk hinzu. Der neugeborene König wird vor allem welche brauchen, die sein Licht weitertragen. Es wird still am Feuer. Die Hirten schauen nachdenklich auf den kleinen Philipp. Sie denken über seine Worte nach. Sie spüren, der darf auf keinen Fall zurückbleiben. Für immer jung, aus einer Patientenakte. 2. März 2004. Patient macht heute OP-Termin fest. Gewünscht wird eine Oberschenkelstraffung und Ausräumung des Fettgewebes der sogenannten Reiterhosen, Kosten 3.000 Euro. 6. November 2005. Patient macht heute OP-Termin für den 10.06.2006 fest. Halswangenlifting, Kosten 9.500 Euro. Lösen der Haut bis zur Nasolabialfalte, Präparation des SMAS, streifenförmige Resektion des überschüssigen Haut bei maximaler Breite von 2 bis 3 cm. Retro- und anteaurikulär. Die Mundfalten werden abgeschliffen, OP dauert 4,5 Stunden. 6. Oktober 2008. Zustand nach Lifting, Kinnaugmentation, Abschleifen der Mundfalten. Eigentlich kein schlechtes Ergebnis. Trotzdem stören die Patientin schon wieder verschiedene Dinge. Es soll eine Nachkorrektur gemacht werden, Kosten 10.000 Euro, OP dauert 3 Stunden. 1.6.2009, Laserbehandlung von Ober- und Unterlippe sowie Glabellafalten, Kosten 2.500 Euro. Auch soll eine Oberbauchstraffung, Brust-Oberarmstraffung, Nachstraffung der Oberschenkel sollen gemacht werden, Kosten ca. 15.000 Euro. Vermeidung einer zu langen queren Narbe. 2.10.2010. Gore-Tex im Bereich des Unterkiefers, um die Mundspeicheldrüse nach oben zu luxieren. Es soll ab Oberbauchhautstraffung durchgeführt werden, kann zusammen gemacht werden. Kosten Oberbauchdeckenstraffung 12.000 Euro, für den Gore-Tex-Faden nochmal 2.000 Euro. 14.07.2012, Eigenfettunterspritzung im Bereich der Handrücken, außerdem Oberlippen. Kosten 2.500 Euro. 6. November 2013. Am Kinn findet sich wenig Fettgewebe, aber ein Überschuss nicht mehr elastischer Haut. Nach Abwägung der Optionen entscheidet sich Patient für ein direktes Halslifting. 3. März 2014. Korrektur am Kinn. 500 Euro. Ein weiteres Facelift geht nicht mehr. Diesen September wird er ein winziges bisschen nachziehen. Patient freut sich darauf. Da, im Spiegel, da ist schon wieder eine neue Falte. Jesajas großer Traum. Jesaja hörte eine Stimme in seinem Herzen. Erzähle den Menschen, was ich dir sage. Ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine neue Erde, ihr lieben Menschen. Es sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich erschaffe. Nie mehr hört man ein lautes Weinen und Klagen. Es gibt keinen Säugling mehr, der nur noch wenige Tage lebt, und keinen alten Menschen, den es nicht gut geht. Die Menschen werden Häuser bauen und alle werden eine Wohnung haben. Die Menschen werden Pflanzen, Früchte und Getreide, und niemand wird mehr Hunger haben. Alles wird gerecht verteilt. Dann sind der Wolf und das Lamm Freunde
Der Panther liegt ein Böcklein, Kalb und Löwe weiden friedlich zusammen. Ein Kind kann sie lieben. Die Kuh und die Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind und jagt kein Tier mehr. Das Kind steckt seine Hand in die Höhle der Schlange und es geschieht nichts. Niemand tut etwas Böses, keiner begeht mir ein Verbrechen in meinem heiligen Land. Die Menschen erkennen meine Liebe. Jesajas großer Traum. Ich bin reich und damit bin ich wer. Denn ohne Geld wäre ich niemand. Ich bin reich, ich kann mir alles leisten. Ich bin reich, ich bin unabhängig, ich bin von niemandem abhängig. Ich bin ein Marktmensch. Auf meine Macht und meinen Einfluss möchte ich nicht verzichten. Nur wenn es nach meiner Vorstellung geht, geht es mir gut. Für mich ist Rücksicht auf die Meinung anderer eine Schwäche und somit kein Vorbild. Ich liebe meinen Körper, bin fit und adrett, bin bereit, dafür viel Zeit und Geld auszugeben. Ich brauche zweimal im Monat ein Wellnesswochenende, sonst bin ich kein Mensch. Ich werde todunglücklich, wenn dieser Zustand nicht beibehalten werde. Ich wäre todunglücklich, wenn ich krank wäre. Ich wäre todunglücklich, wenn ich kein Geld mehr hätte. Ich wäre todunglücklich, wenn ich ohne Einfluss und Macht wäre. Aber kann das alles sein? Nein. Gott sei Dank. Uns ging ein Licht auf. Und wir machen uns auf den Weg. Wir nahmen eine beschwerliche Reise auf uns, um zu dem Licht zu kommen. Mir erhofft uns davon eine Erleuchtung. Ja, eine Erleuchtung, um mein Leben neu auszurichten. Mein Leben auch. Und mein Leben auch. Unser Leben braucht eine neue Richtung. Dieser Stern, dem wir gefolgt sind. Ja, der zeigt uns eine neue Richtung. Er führt uns zu ihm. Wir haben unser Lebensziel erreicht. Wir können sehen und wir können glauben. Und was sehen wir? Ein Kind. Dieses Kind war die lange und beschwerliche Reise wert. Eine Reise auch in unser Inneres. Eine Reise zu unserem Gewissen. Was bleibt uns noch zu tun? Er bekommt etwas von meinem Gold. Da liegt der König, der neue König. In seinem Königreich sind wir alle eingeladen. Alle. Er bekommt von mir, dem Machtmenschen, Weihrauch. Damit bezeuge ich, hier liegt wahrhaft Gott. Der Weihrauch soll aufsteigen zu ihm, gleichsam als mein sichtbares Gebet und meine sichtbare Verehrung. Er bekommt von mir Myrrhe, ein Arzneimittel. Damit bezeuge ich, hier liegt wahrhaft ein Mensch. Einer wie du und ich. Einer, der alles Menschliche erlebte. Freude, Trauer, Liebe, Feindschaft, Treue, Verrat. Falsche Anschuldigungen, sogar einen grausamen Tod. Diesen hat er überwunden. Auch dafür steht meine Arznei. In dieser Gesinnung, in diesem Glauben kann Weihnachten werden. In jedem von uns allen. Viele Menschen auf unserer Erde, vor allem in den Krisenregionen, liegen am Boden. Sie wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Sie mögen sagen, es ist aussichtslos.
aussichtslos meint, dass man keine Aussicht mehr hat, dass man nicht mehr sieht, wie es weitergehen soll. Man sieht kein Licht am Ende des Tunnels. In einer solch aussichtslosen Situation war auch das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Sie bedeutete keine Heimat, keinen Tempel, keinen König, schlichtweg keine Zukunft. Und in diese aussichtslose Situation hinein spricht der Prophet Jesaja seinen Traum, seine Verheißung vom blühenden Land und vom Licht in der Finsternis. Ja, Jesaja gibt dem Volk wieder Aussicht, eine Perspektive, eine Hoffnung, Zuversicht. Ein Licht wird kommen und alle Finsternis erhellen. Ja, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Diese Worte im Psalm 27 und die Worte Jesajas ziehen sich wie ein roter Faden durch die ganze Adventszeit. Wir warten auf Christus, das Licht der Welt, das alle Finsternis hell macht. Wir warten auf das Fest seiner Geburt und wir warten auf seine Wiederkunft am Ende der Zeiten. Die Kerzen auf unseren Adventskränzen, die wir nach und nach entzünden, sie verweisen auf den, der uns aus der Finsternis in sein heilbringendes Licht gerufen hat. Wer sich Jesus anvertraut, bleibt nicht im Dunkeln. Egal, wie bedrückend manche Situationen auch heute sein mögen, seit Jesu Geburt ist nichts mehr aussichtslos. Sein Licht scheint auch heute schon in unserer Welt. Und da können auch wir mithelfen. Bitten wir Jesus, Herr Jesus, öffne unsere Herzen, lass uns sehen, wo wir gebracht werden. Lass uns mithelfen, dein Licht in unsere Welt hineinzutragen. Ich wünsche uns allen, dass uns dies in dieser Adventszeit hin und wieder gelingen möge. In diesem Sinne noch eine schöne Adventszeit.